Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die grenzenlose Einwanderungspolitik der Ampel ist gescheitert, und Sie haben seit 2015 auch nichts dazu gelernt. Bei der CDU sieht man erste Ansätze, dass man etwas dazugelernt hat. Aber jetzt kommt es darauf an, dass Sie mal sich richtig mit den Problemen beschäftigen und vor Ort diese Probleme auch mal konsequent angehen, dass unsere Grenzen geschützt werden und dass der Missbrauch in diesem Bereich auch beendet wird. Zweitens. In Deutschland fehlen 700.000 Wohnungen. Neubauprojekte werden wegen Preiserhöhungen gestiegener Bauzinsen aufs Eis gelegt. Drittens. Erste Heime setzen alte, kranke und Pflegebedürftige auf die Straße, weil mit Flüchtlingen mehr Geld zu machen ist. Die Kommunen brauchen schlichtweg mehr Geld. Man muss ihnen helfen. Viertens. 10.000 Hotelzimmer sind belegt. Comfort Hotel in Walchensee, Select Hotel in Hamburg-Nord, das ehemalige Rathaus in Wilmersdorf. Alles, was ein Dach hat, wird zur Flüchtlingsunterkunft gemacht. Sogar Turnhallen werden wieder zweckentfremdet. Fünftens. Die Ampel setzt immer mehr Anreize, um gering Qualifizierte anzuwerben, während qualifizierte Deutsche das Land massenhaft verlassen. Sechstens. Für die Entlastung der Kommunen bei den Asylkosten wird nicht genügend Geld bereitgestellt, aber 15 Milliarden Euro, damit Selenskyj genug Munition in der nächsten Offensive hat. Siebtens. Sie zerstören unsere Energieversorgung, vernichten Industriearbeitsplätze und treiben Mittelständler in Ruin. Sie enteignen Einfamilienhausbesitzer mit der Wärmewende-Chaos. Neuntens. Sie führen Deutschland Schritt für Schritt in einen großen Krieg gegen Russland. Tausende Kämpfer bilden Sie aus und behaupten allen Ernstes, Sie hätten mit diesem Krieg nichts zu tun. Sie sind keine Kriegspartei. Das ist Heuchelei hoch drei. Meine Damen und Herren, spätestens bei den nächsten Wahlen kann und muss dieser Unsinn gestoppt werden. Die Ampel muss weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fahle.